Willkommen bei Segebob. Der Endsport naht bei meinem Kaffeeservice. Die Kaffeekanne ist fertig. Die Kaffeetasse ist fertig. Und jetzt will ich noch den Tisch dazu schnitzen bzw. sägen. Ein Keks und einen Löffel. Wie bereits in den letzten beiden Videos erwähnt, nehme ich hier diese dicke Eschenbaumscheibe als Tisch. Da werde ich jetzt gleich nur diese Kanten noch absägen, damit er schon gerade ist. Und dann sehen wir weiter. Kann ich mal gucken, wie die Tasse und die Kanne auf dieser Platte dann aussieht. Die werde ich mal kurz holen. So, nochmal eins. Nummer zwei. Jetzt stelle ich mir vor, dass hier noch ein Löffel liegt oder hier hinten und hier eventuell noch so einen kleinen Keks, wie man den in vielen Kaffees bekommt. Für den Löffel verwende ich auch wieder Ahorn. So, mein Löffel ist fertig. Das war im Übrigen mein erster, den ich mit der Kettensäge geschnitzt habe. Den werde ich jetzt als nächstes feilen. Ich denke mal, sieht schon so ein bisschen aus wie so ein Kaffeelöffel bzw. Zuckerlöffel.
Der Löffel ist jetzt auch lackiert und auch schon getrocknet. Den muss ich jetzt bloß noch abschrauben und dann kann das Servier auch schon aufgebaut werden. Ein Keks extra habe ich jetzt nicht geschnitzt, das ist mir eingefallen. Moment, ich hatte ja noch eine kleinere Baumscheibe. Die ist ein bisschen auf angemalt und fertig ist mein runder Kaffeekeks. So, dann will ich das komplett Servier mal aufbauen. Hier ist das fertige Ergebnis. Die Tasse, die Kanne, der Löffel und der Keks sind jetzt angeschraubt. Von den Proportionen her passt es auch ungefähr. Vielleicht pflanze ich hier später noch einen kleinen Topf rein, wo dann was Hängendes, Blühendes rauswachsen kann. Na, gerade in Kombination mit den Koniferen. Rechts und links macht sich die braune Farbe sehr gut. Gerade wenn jetzt die Sonne drauf strahlt. Ja, hier nochmal von der anderen Seite. Hier ist nochmal das Tulpenmuster zu erkennen. Hier nochmal der Keks. Gut möglich, dass ich hier oben noch ein Loch einbauen muss, weil eher das Regenwasser vielleicht reinfällt bzw. fließt und dann allerdings nicht ablaufen kann. Das muss ich mal sehen und beobachten. Dann vorne nochmal das Sonnenblumenmuster. So, ich hoffe, die kleine Videoserie hat euch ein klein wenig gefallen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.